Liebe Zuschauer, dieses Video ist etwas ganz Besonderes, denn heute zeige ich euch meinen Lieblingswanderweg, den meine Frau und ich heute wandern werden. Wir werden alles filmen und ich wünsche euch bei diesem Video viel Freude. Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Heute ist Sonntag, der 2. Oktober 2022. Wir sind unterwegs zum Wochenmarkt hier in der Nähe von Punta Gorda. Und da ist heute richtig viel los. Ich zeige euch das mal. Ja, die Parkplätze sind voll, viele Leute da. Man kann auch heute mit der Seilbahn einmal durch die Schlucht fahren. Dann habe ich Musik gehört. Hier oben ist der Grillplatz, da werden wir noch gleich einen Abstecher machen. Da sind die Familien, treffen sich dort gerne, machen ein kleines Barbecue und sitzen dort beisammen, können sich dann mit Kaffee und Kuchen eindecken auf dem Markt und dann kann man hier sitzen. Es ist also richtig mitten hier in der Natur. Jetzt bin ich hier in dem Wald neben dem Markt, der Picknickbereich. Hier gibt es alles, was man braucht. Bänke, Wasser, überdachte Grillplätze mit Möglichkeit zum Feuer machen. Und dort drüben sind Einheimische, die gerade ein Barbecue vorbereitet haben. Ich habe da ein paar Aufnahmen für euch gemacht. Jetzt sind wir hier in San Antonio del Monte angekommen. Hier ist der Campingplatz und von hier aus startet unser heutiger Wanderweg. Es ist auch hier sehr viel los. Einer der Reisebusse, den wir beim Markt gesehen haben, ist hier. Und ich denke mal, die Leute haben hier gerade ihr Mittagessen, denn hier ist auch ein Restaurant. Ja, hier kann man mit dem Zelt hinkommen. Man kann hier mit dem Caravan stehen. Ich werde nachher ein bisschen über den Campingplatz laufen, euch das alles zeigen. Und man ist hier mitten in der Natur. Also man kann hier wunderbare Waldspaziergänge machen, durch die Schluchten durch. Wir machen gleich diesen Weg La Magica del Agua, heißt der, glaube ich. Ja, hier ist noch eine alte Kirche und sehr viel Landwirtschaft hier drumherum. Also ganz abgelegene Häuser, Ziegen, Kühe. Wunderschön hier. Bevor unsere Wanderung losgeht, machen wir erst einmal ein kleines Picknick zur Stärkung. Musik.
Gut, liebe Zuschauer, wir sind frisch gestärkt und jetzt geht es los hier von diesem Punkt aus auf dem Wanderweg La Magia del Agua. Und wir folgen diesem Zeichen hier. Direkt nach den ersten Metern fühlt man sich hier wie im Dschungel. Von den Geräuschen vom Campingplatz hört man hier kein Geräusch mehr. Es ist mucksmäuschenstill hier, man hört die Vögel rechts und links fahren. Ja, der Weg, der ist hier etwas ausgefräst worden, so wie es hier aussieht. Und man sieht, wie ausgewaschen dieser Weg hier ist vom Regen. Es hat ziemlich heftig geregnet die vergangenen Tage und dann war das hier bestimmt wie ein Fluss. Ja, jetzt tauchen wir noch tiefer ein hier. Hier ist vom Regen anscheinend ein Zeichen mit Erde bedeckt. Ich bin diesen Wanderweg bereits vorher gewandert und weiß, dass hier ein kleiner Weg nach unten führt mit einer schönen kleinen Sehenswürdigkeit. Und ja, wenn es jetzt hier abgedeckt ist, dann weiß man das nicht. Ich mache das mal frei. Man sieht, hier erscheint wieder das Wegzeichen, weil das Besondere bei dem Wanderweg, was mir besonders gut gefällt, ist, dass er so schön markiert ist, so liebevoll gemacht und ein bisschen geheimnisvoll. So, jetzt erkennt man, dass der Wanderweg also hier ein kleines Stückchen nach unten führt und da erwartet euch was ganz Besonderes. So, hier ist jetzt laut diesem Schild der Pietra del Cura. Pietra heißt Fels, zum Beispiel auch Petrus, Petro, das bedeutet Fels. Und hier führt der Wanderweg um diesen großen Steinblock herum. Kommt mal mit. Wow, grandios. Was es mit dem Steinblock auf sich hat, sage ich euch gleich. Das steht hier auf dem Schild drauf. Ist eine kleine, schöne Anekdote. Pietra del Cura. Hier steht es. Da unten ist Wasser. Da ist sowas wie ein kleiner Bach hier. Hier hat sich das Wasser angesammelt. Und vielleicht können wir hier durchgehen. La Palma hat seine trockenen Seiten, wüstenartig teilweise, aber es gibt eben auch hier solche Orte, gerade im Norden jetzt Garafia, wo man sich vorkommt wie im Dschungel, großer Farn, dieser Bach hier, gerade jetzt halt zu dieser Jahreszeit und nach diesem Regen ist es traumhaft. Und jetzt geht es wieder zurück auf den Hauptweg. Und hier jetzt auf dieser Tafel, an diesem Ort, steht also auf Spanisch und auf Englisch die Geschichte zu diesem Felsen hier, beziehungsweise zu der Höhle, die hier einmal existieren sollte oder existierte. Hier lebte einmal ein Priester, der hier Körbe hergestellt hat. Und zwar 6 Tage die Woche, jeden Tag einen Korb. Und am 7. Tag, am Sonntag, hat er dann die Messe gelesen.
Hier im Fels habe ich eine Höhle entdeckt, die welchen Verwendungszweck die hatte oder hatte, keine Ahnung. Ich habe keine Taschenlampe dabei, es ist ziemlich dunkel da drin, aber sehr trocken sieht es da aus. Hier im Fels ist eine Galerie. Das ist wie ein Tunnel, der wohl ziemlich weit reingeht. Und mir ist eingefallen, dass ich eine Taschenlampe dabei habe, mit Hilfe meines Smartphones. Wir werden da jetzt mal ein Stückchen reingehen. Das ist ja wirklich ein sehr unglaublicher Platz hier. Wow. Ich bin jetzt hier ein Stückchen reingegangen, weitergehen werde ich nicht. Brauche eine bessere Taschenlampe, muss mich erstmal hier erkundigen, was das für ein Stollen ist, wie tief der reingeht, auf was man da achten muss. Das kann ja auch ganz schön gefährlich sein. Aber das ist sehr interessant. Ihr hört es am Hall vom Reden, es ist hier richtig im Felsen drin. Die Galerien sind meistens hier gemacht auf La Palma, um Wasser zu gewinnen sozusagen. Das Wasser tropft dann, denke ich mal, wenn der tief genug rein gegraben wurde, erst in den Fels, tropft das Wasser dann auf den Boden. Der Boden hier ist sehr glatt. Das Wasser fließt dann hier heraus. Vermute ich jetzt mal. Hier ist auch eine Rinne. Wow. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück am Campingplatz und den zeige ich euch jetzt, werde da einmal drüber laufen und filmen. Es war ein grandioser Sonntag mit allem drum und dran, was man sich nur wünschen kann. Erst der Besuch auf dem Bauernmarkt, dann ein kleines leckeres Picknick und die Wanderung durch diese grandiose Schlucht dort. Ja, und hier endet unser Tag jetzt. Jetzt geht's wieder nach Hause. Ja, hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles Gute für euch und eure Familien. Ich wünsche euch Gesundheit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Passt gut auf euch auf. Bis dann. Tschüssle.